Ich mache meinen eigenen Teppich und ich bin endlich fertig mit dem Taften. Jetzt kann ich endlich anfangen, den Kleber drauf zu machen. Davor muss man alle Enden noch abschneiden. Das hat gefühlt eine Ewigkeit gedauert. Und nur zur Info, das ist die Rückseite und nicht die Vorderseite. Weil es irgendwie voll viele dachten. Ich habe erstmal mit diesem Probeherz angefangen. Nicht, dass ich irgendwas beim Großen falsch mache. Aber es war eigentlich super einfach. Man muss es einfach nur auftragen. Und das ist so ein Kleber, der dann alles zusammenhält. Aber da ja mein Teppich ein kleines Loch bei der Nase hat, war es ein bisschen schwierig, das Ganze zu machen. Aber ich hoffe, jetzt mit dem Kleber sieht man das Loch dann nicht mehr. Obwohl das Ganze so einfach ist, ist leider ein bisschen was schief gegangen. Meine Hände sahen danach so aus. Und meine Haare sahen danach so aus. Ich wünsche mir Glück, dass das wieder rausgeht und ich nicht meine Haare abschneiden muss.